Kapitel 7. Die Augen der Finsternis. Die verzogene Tür ächzte und knarrte, als Vienne Nettler sie aufzwang. Ein Schwall eisiger Luft kam ihr aus dem Zimmer entgegen. Vienne griff nach dem Lichtschalter drinnen, fand ihn schließlich und trat misstrauisch hinein. Der Raum war verlassen. Basketballstars und Horrorfilmmonster blickten sie von den Wandpostern an. Drei aufwendig gearbeitete Flugzeugmodelle hingen von der Decke. All diese Sachen waren schon da, solange Vienne hier arbeitete, was sie schon vor Dennis Tod getan hatte. Dieses wahnsinnig machende elektronische Kreischen kam aus zwei kleinen Stereo-Lautsprechern, die an der Wand hinterm Bett hingen. Der CD-Player und der dazugehörige AM-FM-Tuner und Verstärker befanden sich auf einem der Nachtschränke. Obwohl Vienne sehen konnte, woher der Lärm kam, konnte sie keine Ursache für die bitterkalte Luft ausmachen. Kein Fenster stand offen. Und selbst wenn eines einen Spalt breit offen gewesen wäre, war es draußen nicht kalt genug, um die eisige Temperaturen hier drinnen zu erklären. Gerade als sie nach den AM-FM-Tuner greifen wollte, verstummte das Geheul. Die plötzliche Stille fühlte sich tonnenschwer an. Allmählich hörte Viennes Ohren auf zu klingen. Und sie nahm ein leises, blechernes Fauchen aus den Lautsprechern wahr. Und das Pochen ihres eigenen Herzens. Und das Pochen ihres eigenen Herzens. Sorry. Das Metallgehäuse des Radios war von einer glänzenden Eisschicht bedeckt. Verwundert berührte sie es. Unter ihren Fingern brach ein Eissplitter ab und fiel auf den Nachttisch. Dort schmolz er nicht. Dafür war es im Zimmer zu kalt. Das Fenster war überfroren, der Spiegel über der Kommode auch, sodass ihr Spiegelbild milchig und befremdlich verzerrt aussah. Draußen war es kalt, aber nicht winterlich, bestimmt noch 10, wenn nicht 15 Grad warm. Die Digitalanzeige des Geräts veränderte sich und die orangenen Zahlen rauschten über die Frequenzline, folgen über einen Sender nach dem anderen. Fetzen von Musik, Moderatorgeblabber, einzelne erste Worte von Nachrichtensprechern und Fragmente von Werbejingles, die sich in einer Kakophonie von sinnlosen Tönen mischten. Der Zeiger erreichte das Ende der Skala und es ging wieder zurück. Zitternd schaltete Vienne das Radio aus. Als sie die Hand zurückzog, stellte es sich von allein wieder an. Ängstlich und verwirrt starrte sie es an. Die Digitalanzeige fing erneut an, die Sender abzulaufen und Musikbrocken schalteten aus den Lautsprechern. Abermals drückte sie auf On-Off. Nach kurzer Stille ging das Radio von allein wieder an. Das ist verrückt, murmelte sie zitterig. Als sie das Radio zum dritten Mal ausstellte, ließ sie den Finger auf der Taste mehrere Sekunden lang. Glaubte sie zu spüren, wie der Schalter unter ihrer Fingerspitze versuchte, wieder anzuspringen. Über ihr begannen sich die drei Modellflugzeuge zu bewegen. Sie alle waren an Angelschnüren befestigt und jeweils an einigen Haken von der Decke hingen. Fest verdübelt in der Trockenwand, die Flugzeuge zuckten, schwanken und verdrehten sich an ihren Drähten. Bloß ein Luftzug, nur fühlte sie kein. Die Modellflugzeuge wippten und sie wie wild an ihrer Aufhängung. Gott, steh mir bei, sagte Vienne. Eines der Flugzeuge schwank in engen Kreisen schneller und schneller, bevor es auf weitere Kreise ausschwank und bestätigt den Winkel zwischen seinen Drähten und der Zimmerdecke verkleinerte. Einen Moment später hörten auch die anderen beiden Motelle mit ihren anfänglichen Schwanken auf und taten es dem ersten gleich. Es war, als würden sie tatsächlich fliegen und so konnte man es unmöglich noch als zufällige Wirkung eines Luftzugs deuten. Geister? Ein Poltergeist?
Nein, Vivien glaubte nicht an Geister. Die gab es nicht. Sie glaubte an den Tod und die Steuern, an die Zwangsläufigkeit eines Jackpots beim Spielautomaten, an die All-You-Can-Eat-Casino-Buffets für 5,95 Dollar pro Person, an Gott, den Allmächtigen, an Entführungen durch Außerirdische und den Jedi, aber nicht an Geister. Die Schiebetüren des Wandschranks begannen sich auf ihren Rollen zu bewegen und Vivien Nettler hatte das Gefühl, irgendein fürchterliches Wesen könnte da aus dem Dunkeln kommen, augenrot wie Blut und mit bebleckten rasiermesserscharfen Zähnen. Sie spürte eine Präsenz, etwas, das sie wollte, und sie schrie auf, als die Tür ganz aufging. Aber da war kein Monster im Wandschrank, es waren nur Kleidungsstücke da, bloß ein paar Anziehsachen. Trotzdem glitten die unberührten Türen zu und wieder auf. Die Modellflugzeuge schwirrten über ihren Kopf im Kreis, die Luft wurde noch kälter, das Bett begann zu wackeln. Die Füße hoben 10, 12 Zentimeter vom Boden ab, ehe sie wieder nach unten knallten, direkt auf die Untersetzer, die den Teppich schonen sollten, und gingen wieder nach oben, schwebten über den Boden. Die Bettfedern fingen an zu klimpern, als würden Metallfinger auf ihnen schrammeln. Vivien wich an die Wand zurück, die Augen weit aufgerissen und die Hände zeitlich zu Fäusten geballt. So unvermittelt, wie das Bett zu hüpfen begonnen hatte, hörte es auch wieder auf. Die Wandschranktür knallten mit einem magerschütternden Rums zu und blieben geschlossen. Die Modellflugzeuge wurden langsamer, schwanken in immer kleineren Kreisen und blieben schließlich bewegungslos hängen. Es war still im Zimmer. Nichts bewegte sich. Die Luft wurde wieder wärmer. Nach und nach erholte sich Viennes Herz von dem harten, panischen Rhythmus, in dem es die letzte Minute geschlagen hatte. Fröstelnd schlang sie die Arme um ihren Körper. Eine logische Erklärung? Es musste eine logische Erklärung geben. Nur konnte sie sich nicht vorstellen, wie die aussehen sollte. Als es im Zimmer wärmer wurde und die Türknäufe, das Radiogehäuse und andere Metallgegenstände ihrer dünnen Eisschicht verloren, blieben kleine Pfützen auf Möbeln und feuchte Flecken auf den Teppich zurück. Das überfrorene Fenster klarte ebenso auf wie der Spiegel, so dass Vivien Spiegelbild wieder vertraute Form annahm. Das war bloß das Zimmer eines kleinen Jungen, wie unzählige andere. Natürlich mit dem Unterschied, dass der Junge, der in diesem Zimmer geschlafen hatte, seit einem Jahr tot war. Vielleicht kehrte er zurück und spukte hier. Vivien musste sich daran erinnern, dass sie nicht an Geister glaubte. Trotzdem wäre es eine gute Idee, wenn die Diana Evans endlich die Sachen des Jungen aus dem Haus schaffte. Vivien hatte keine logische Erklärung für das, was hier passiert war. Doch eines wusste sie mit Sicherheit. Sie würde keinen davon erzählen, egal wie überzeugend und ernst sie diese bizarre Ereignisse beschrieb. Niemand würde ihr glauben. Alle würden nicken, verkrampft lächeln und ihr zustimmen, dass es seltsam und beängstigend war. Doch dabei würde sie denken, dass die arme alte Vivien senil wurde. Früher oder später würde sich ihr Gerede von Poltergeistern bis zu ihrer Tochter in Sacramento herumsprechen und dann wäre dem Drängen, dass sie nach Kalifornien ziehen sollte, kaum noch etwas entgegenzusetzen. Auf keinen Fall würde Vivien ihre kostbare Unabhängigkeit gefährden. Sie ging zurück in die Küche und trank 2 Schlücke von Dina Evans besten Bourbon. Danach kehrte sie mit der für sie typischen stoischen Entschlossenheit ins Kinderzimmer zurück, wischte das geschmolzene Eis auf und putzte weiter. Sie weigerte sich, von einem Poltergeist verscheucht zu werden. Aber es wäre vielleicht klug, am Sonntag in die Kirche zu gehen. Sie war schon lange nicht mehr dort gewesen. Vielleicht tat es ihr gut. Natürlich musste sie nicht gleich jede Woche hin. 1 oder 2 Messen im Monat müssten reichen und ab und zu eine Beichte, einen Beichtstuhl
hat sie ewig nicht mehr von ihnen gesehen, aber Vorsicht war besser als Nachsicht. Kapitel 8. Im Showgeschäft wusste jeder, dass das nicht zahlende Preview-Publikum am schwersten zufriedenzustellen war. Der freie Eintritt hieß nicht, dass sie dankbar oder auch nur wohlgesonnen waren. Wer einen fairen Preis für etwas zahlte, war eher geneigt, ihm Mehrwert beizumessen, als jemand, der dasselbe umsonst bekam. Und diese Regel galt besonders für Bühnenshows und deren geladene Publikum. Doch nicht heute Abend. Diese Menge konnte nicht auf ihren Händen sitzen und cool bleiben. Der letzte Vorhang fiel um 8:08 und der Applaus dauerte bis zur vollen Stunde an. Die Besetzung von Magic verneigte sich mehrmals, gefolgt von der Crew und dem Orchester. Alle strahlten vor Begeisterung, Teil eines unbestrittenen Hits zu sein. Auf Drängen des glücklichen, ungestümten VIP-Publikums wurden Joel Pantari und Dina in ihren jeweiligen Sitznischen angestrahlt und mit tosenden Applaus belohnt. Tina war im Adrenalinrausch, grinste atemlos und konnte die überwältigende Reaktion auf ihr Werk kaum fassen. Helen Mainway plauderte verzückt über die spektakulären Special Effects. Elliot Stryker forderte einen anscheinend unerschöpflichen Fundus an Komplimenten zutage und machte einige kluge Bemerkungen zu den technischen Aspekten der Produktion. Und Charlie Mainway spendierte eine dritte Flasche Dom Perignon. Als die Lichter angingen und das Publikum eher widerwillig den Saal zu verlassen begann, hatte Dina vor lauter Gratulation, die an ihrem Tisch kamen, so gut wie keine Chance, ihren Champagner zu trinken. Bis 10:30 waren die meisten Zuschauer weg und die restlichen bewegten sich zu den Treppen vor den hinteren Ausgängen. Obwohl heute Abend keine zweite Show geplant war, wie es fortan immer der Fall sein würde, war das Personal schon eifrig dabei, die Tische abzuräumen und frisch mit Leinen und Tafelsilber für die 20 Uhr Vorstellung morgen einzudecken. Als der Gang von ihrer Nische endlich frei war, stand Dina auf und lief Joel entgegen, der bereits auf dem Weg zu ihr war. Sie umarmte ihn und überraschte sich selbst damit, dass sie vor Freude weinte. Während sie ihn drückte, verkündete Joel, die Show sei ein Riese, wie ich ihn noch nie gesehen habe. Als sie den Backstage-Bereich kamen, war die Primärparty bereits im vollen Gange. Die Kulissen und die Requisiten waren zur Seite geräumt und 8 Klapptische in der Bühnenmitte aufgestellt wurden. Sie waren mit weißem Tischdecken behangen und mit Essen beladen. 5 warme Hortoreres, Hummersalat, Krabbensalat, Röstkartoffeln, Kuchen, Pasteten, Tardes, frisches Obst, Beeren und Käse. Hotelpersonal, Showgirls, Dancer, Magier, Crew und Musiker scharten sich um die Tische und kosteten die Speisen, während Philippe Chevalier, der Chefkoch des Hotels, persönlich über alles wachte. Da sie wussten, dass es auf der Party ein großes Buffet geben würde, hatten die meisten noch nicht zu Abend gegessen und die Tänzer dürften seit einem leichten Mittagessen nicht mehr zu sich genommen haben. Sie huldigten den zahlreichen Speisen und drängten sich an die herbeigerollte Paar. Nach dem großen Applaus von zuvor wurde die Feierstimmung schnell ausgelassen. Tina mischte sich unter die Leute, dankte allen für ihren Beitrag zum Erfolg und machte den Darstellern wie der Crew Komplimente für ihre Hingabe und ihre Professionalität. Mehrmals begegnete sie Elliot Stryker und er gab sich ernsthaft interessiert daran, wie sie die sagenhafte Bühneneffekte hinbekommen hatten. Jedes Mal, wenn Dina ihn stehen ließ, um mit jemand anderes zu sprechen, bereute sie es und jedes Mal, wenn sie ihn wieder traf, blieb sie länger an seiner Seite.
Nach der vierten Begegnung verlor Dina aus dem Blick, wie lange sie schon bei ihm stand und vergaß das Herumgehen. Sie blieben nahe der linken Theaterrampe außerhalb des größten Gedränges, knabberten Kuchenstücke und sprachen erst über Möckig, dann über Recht, Charlie und Helen Mainway, Immobilien in Las Vegas und landeten auf irgendeinen später nicht mehr nachvollziehbaren Umweg bei Superheldenfilmen. Er sagte, wie kann Batman die ganze Zeit einen gepanzerten Gummianzug tragen, ohne chronischen Ausschlag zu bekommen? Naja, ein Gummianzug hat ja auch Vorteile, die da wären, man kann direkt nach der Arbeit tauchen gehen, ohne sich umziehen zu müssen. Stimmt, und essen, während man 200 Meilen die Stunde im Bettmobil fährt, ohne sich Gedanken über Flecken zu machen. Lässt sich alles einfach abwischen. Genau, nach einem harten Tag im Kampf gegen die Bösen kann man sich gnadenlos betrinken und vollkotzen. Und es macht nichts, keine Reinigungskosten. Noch dazu ist er in Schwarz quasi für jeden Anlass passend gekleidet. Von einer Audienz beim Papst bis zu einem Gedenkball für den Marquis de Sade. Elliot lächelte und aß seinen Kuchen auf. Ich nehme an, du wirst noch lange Zeit an den meisten Abenden hier sein. Nein, das ist eigentlich nicht nötig. Nicht, ich dachte, als Regisseurin, meine Arbeit ist erledigt. Ich muss nur alle paar Wochen mal nachsehen, ob nichts von meinem ursprünglichen Konzept abweicht. Aber du bist auch die Co-Produzentin. Ja, und jetzt, da die Show erfolgreich eröffnet hat, beschränken sich meine Aufgaben hauptsächlich auf die BR und ein bisschen Logistik, damit alles reibungslos weiterläuft, was ich allerdings von meinem Büro aus erledigen kann. Ich muss mich nicht mehr nahe der Bühne herumtreiben. Joel meint sogar, dass es ungesund für Produzenten sei, jeden Abend Backstage zu sein oder auch nur die meisten Abende. Er sagt, ich würde die Darsteller nur nervös machen und die Techniker von ihrer Arbeit ablenken. Und du glaubst, dass du wieder stehen kannst? Es wird sicher nicht leicht, aber mir leuchtet ein, was Joel sagt. Also werde ich versuchen, mich zu entspannen. Trotzdem schätze ich, dass du die erste Woche oder so noch hier bist. Nein, wenn Joel recht hat. Und davon gehe ich aus, gewöhnt man sich lieber gleich an der Show fernzubleiben. Morgen Abend? Oh, da werde ich wahrscheinlich ein paar Mal reinschauen. Gehst du auf eine Silvesterparty? Ich hasse Silvesterpartys. Jeder ist betrunken und langweilig. Ah, na dann. Denkst du, dass du zwischen den Reimen schauen hier eventuell Zeit für ein Dinner hättest? Bittest du mich um ein Tee? Ich versuche auch nicht mit meiner Suppe zu kleckern. Du bittest mich wirklich um ein Date, bemerkte sie erfreut. Ja, und es ist lange her, seit ich mich dabei derart linkisch angestellt habe. Woran liegt es? An dir, vermute ich. Ich bewirke, dass du linkisch wirst. Du bewirkst, dass ich mich jung fühle und in jungen Jahren war ich sehr linkisch. Wie süß, ich versuche dich mit meinem Charme zu gewinnen. Und das erfolgreich, sagte sie. Sein Lächeln war voller Wärme. Plötzlich komme ich mir nicht mehr so linkisch vor. Möchtest du nochmal von vorne anfangen, fragte sie. Gehst du morgen Abend mit mir essen? Klar, wie wäre es mit 7:30? Prima, was ist dir lieber, schick oder lecker? Jeans? Er murmelte an seinem gestärkten Hemdkragen. Er fummelte an seinem gestärkten Hemdkragen und dem Seidenreffers seines Smokings herum. Bin ich froh, dass du das gesagt hast. Ich gebe dir meine Adresse. Sie suchte in ihrer Tasche nach einem Stift. Wir können hier vorbeifahren und uns die erste Nummer von Magic ansehen, bevor wir zum Restaurant fahren. Warum nicht direkt zum Restaurant? Du willst nicht hier vorbeischauen? Ich habe beschlossen, gleich auf kaltem Einzug zu gehen. Joel wird stolz auf dich sein.
Wenn ich es tatsächlich schaffe, werde ich stolz auf mich sein. Du machst das, du hast echt Mumm. Vielleicht überkommt mich mitten beim Essen der verzweifelte Drang, Herzrasen und mich wie eine Produzentin zu benehmen. Ich parke für alle Fälle direkt vorm Restaurant und lasse den Motor laufen. Dina gab ihnen ihre Adresse und dann kamen sie irgendwann irgendwie auf Jess, Benny Goodman und danach auf den Wiesenservice der Telefongesellschaft von Las Vegas zu sprechen. Sie plauderten wie alte Freunde. Elliot hatte eine Vielzahl von Interessen. Unter anderem fuhr er Ski und war Pilot. Und er steckte voller witziger Geschichten darüber, wie er beides gelernt hatte. Dina fühlte sich wohl in seiner Nähe und zugleich faszinierte er sie. Elliot verkörperte eine Mischung aus maskuliner Stärke und Sanftmut, Sexualität und Herrlichkeit. Eine Hitshow, jede Menge Tanti-Menschecks, auf die sie mich freuen konnte. Unendliche Möglichkeiten, die sich ihr durch diesen ersten großen Erfolg eröffneten. Und jetzt die Aussicht auf einen neuen, aufregenden Liebhaber. Während sie in Gedanken ihres Segnungen aufzählte, staunte, wie sehr sich das Leben innerhalb eines Jahres verändern konnte, nach Verbitterung, Schmerz, Tragödie und tiefsten Trauer, blickte sie nun in eine vielversprechende Zukunft. Endlich schien das Leben wieder lebenswert. Ja, sie wüsste nicht, was jetzt noch schief gehen könnte.